lass uns die geilste Carbonara machen, die ihr je gegessen habt, Freunde. Ein Geschenk von Gott. Ihr braucht den Schinken Guanciale und würfelt davon ca. 200 Gramm. Kriegt ihr übrigens in jedem italienischen Supermarkt. Diesen bratet ihr schön heiß, schön kross an, aber nicht zu lange, damit er innen trotzdem saftig bleibt. Das Bratfett müsst ihr danach komplett auffangen. Ganz wichtig. Jetzt müssen meine Männer hier den Muskel nutzen, den sie jeden Tag trainieren. Ihr braucht Pecorino Romano. Davon 20 Gramm Reiben und Grana Padano. Davon 30 Gramm. Wenn ihr das ready habt, könnt ihr eure Spaghettoni kochen. Die sind dicker als Spaghetti und brauchen ein bisschen länger. Salzt das Wasser wirklich nur ganz leicht und kocht sie dann für 10 Minuten. Nehmt wirklich nur ganz wenig Wasser zum Kochen. Währenddessen schlagt ihr 4 Eier auf und trennt diese. Nehmt dann eine hitzebeständige Schüssel, 2 Esslöffel Nudelwasser da rein und die 4 Eigelber. Rührt das jetzt, bis es schön creamy wird und dann beide Sorten Parmesan dazu. Das rührt ihr dann und gebt dabei langsam das Bratfett vom Guanciale dazu. Jetzt die Nudeln rein und den Guanciale reinkloppen. Gut vermengen, rauf auf den Teller, schön frisch pfeffern und die beste Carbonara genießen.